So, angekommen in Meeresfront bei der Taverne. Und wir können das Tablett abgeben. Sehr schön. Yo. Hey, Wirt. Aber erstmal das Getränk, genau. Hey, Wirt, wisst ihr etwas über ein Getränk, das Popola mag? Ich bräuchte so eins. Popola, wie? Ja, ich kenne das Getränk. Leider habe ich nicht die Zutaten gerade zur Hand. Es ist ein ziemlich spezielles Gebräu. Das ist schade. Nun, wenn ihr mir die Zutaten besorgt, kann ich es gerne für euch brauen. Das geht aufs Haus. Na schön, was benötigt ihr? Ich brauche 5 Echsenschwänze und 5 Mäuseschwänze. Wie jetzt? Ernsthaft? Hey, ich weiß, es klingt verrückt, aber das sind die Zutaten. Nun, wenn ihr meint... Okay, es ist sehr ekelhaft. Yo. Hey, ein alter Mann aus meinem Dorf bat mich, dies hier abzuliefern. Oh, sehr schön, das wird mein Leben stark vereinfachen. Vielen Dank dafür. Es ist definitiv weniger stressig, Dinge auszuliefern, die unzerbrechlich sind. Ach ja, ich denke, ich sollte dem alten Mann mitteilen, dass es gut angekommen ist. Sehr schön, damit haben wir die Taverne abgeschlossen. Und ich habe da hinten noch eine Quest gesehen. Wir können wieder rumhüpfen. Ja, so. Erstmal austoben mit den Angler-Typi. Also, seid ihr los und habt den Fisch gefangen, wie? Nun, da ihr so sehr darauf besteht, werde ich eins meiner Angelgeheimnisse mit euch teilen. Mission annehmen, ja. Die Mission, der alte Fischer angenommen. Ich bestehe nicht darauf, dass ihr... Oh, na schön. Warum überredet ihr mich nicht noch mehr? Nun, wenn ihr 10 Sardinen fangt, werde ich euch eins meiner bestgehütetsten Geheimnisse anvertrauen. Okay, da wird 10 Sardinen. Okay. Darum werde ich mich auch gleich noch kümmern und ich werde ein paar Karten einkaufen gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Und zurück im Heimatdorf. Geben wir jetzt die Quest ab mit dem Tablett. Yo. Ich habe das Tablett ausgeliefert. Ah, ein Mann, der zu seinem Wort steht. Hier ist euer Lohn. 1500 Gold, sehr schön. Ja, ich war so frei und habe ein paar Karten gekauft. Meeresfront und Südfeld. Wenn ich Meeresfront war. Hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es nur einen Regenwurm. Sehr ein Angelköder. Wir haben 5716 aktuell. Okay, das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis wir unser 16.000er Schwert leisten können. Ein bisschen lange. Okay, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zur Müllhalde und dann sehen wir uns gleich an der Müllhalde wieder. Bevor ich... Ich möchte erst dieses Leuchti. Ich bin Leuchti geil. Medizinische Kräuter. Leuchti. Ah, wie viele haben ich davon aktuell überhaupt? Items... Alle Items. 10. Passt. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal los. Das heißt, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht rausschneiden, da vielleicht ein, zwei Dialoge kommen werden von Grimoire. Grimoire. Und, unseren schönen Hero. Gucken wir mal, was wir finden werden auch. Richtung Müll. Ein Gegner. Stirb. Tutorial Sprungrolle. Sprungrolle. Ja. So. Tutorial abgeschlossen. Nein. Vielleicht dann doch nicht. Ein medizinisches Kraut. Aber wir haben 10. Und wir brauchen keins, weil die keinen Schaden uns machen. Jedenfalls nicht treffen. Noch eins. Okay. Das ist dann sinnlos, wenn wir die sammeln. La 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 la. Wo war's denn? Da hinten irgendwo, glaube ich. War der Aufgang. Gucken wir mal hin. Da, 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 da. Und, ja. So, mit der Sprungrolle kann man solche schönen hohen Dinger entsprechend unbeschadet. Du hässliches Kackding. Stufe aufgestiegen. Stufe 7. Labo. Okay, medizinisches Kraut. Hier war irgendwo ein Leuchti. Ja? Was ist denn das? Kommst du her? Echsenschwanz. Ah, so kriege ich die Echsenschwänze und Mäuseschwänze. Das ist gut zu wissen. Ist schon mal schön, dass ich das rausgefunden habe. Das werde ich irgendwann mal beiläufig machen. Aber ich will dieses Leuchti. Ich bin Leuchti geil, das wisst ihr inzwischen. Ich will alle Leuchtis haben. Eventuell ist ja was Gutes dabei. Bären erhalten. Sehr schön, die brauchen wir auch. Das ist immer gut. Und hier war, glaube ich, eine Leiter, weil ich das Stückchen ja schon mal aufgenommen hatte.
Aber wegen Aufnahmefehler und Agner ist dumm und so musste ich es nochmal machen. Ah, mein Don war ein Gegner. Runter. Ich will die Gegner vernichten, weil da auch ein Leuchti ist. Was zur? Hä? Sieh mal. Könnte das der Hund sein, nach dem wir suchen? Okay. Wir suchen anscheinend einen Hund. Das habe ich ganz vergessen, aber Lusty hat es eigentlich gerade erwähnt, dass ich das in Part 12 gemacht habe. Aber es ist so lange her, dass ich es beziehungsweise angenommen habe. Aber hier ist er. Wow. Okay. Eieiei. Stirb! Eieiei. Komm. Wo sind sie denn da? Ah, da ist einer. Zwei. Und ich würde sagen, wir fressen mal medizinisches Kraut. Zwei. Upp. Und du musst jetzt drauf gehen. Danke. Können wir uns jetzt mal um den Hund kümmern? Das ist der vermisste Hund. Der alte Mann wird ziemlich bestürzt sein. Hey, Moment. Ich glaube, der Hund hat etwas im Maul. Es ist eine Art Blatt. Das ist ein reichlich gefährlicher Ort, um Blätter nachzujagen. Ich fürchte, diese Entscheidung hat dem Tier das Leben gekostet. Nun, das Mindeste, was wir tun können, ist, dem alten Mann das Blatt zu bringen. Max Kräuter erhalten. Okay. Say there. Yeah? See here. If I ever find myself departing this world. Oh, stop being morbid, Vice. Besides, you can't die. You're made of paper. Indeed. I've never looked at it like that before. Ja, wir geben den alten Mann gleich mal die Notiz. Da war er, soweit ich weiß, aus unserem Dorf, wenn ich mich nicht täusche. Wir werden einfach mal nachschauen. Eventuell erwischen wir ihn, ja. Weil das, wie ich finde, eine für mich wichtige Sache ist. Ein alter Mann um seinen Hund trauert, beziehungsweise seinen Hund verloren hat. Da war eine Katze, die hat die fast zermanscht. Na, gucken wir mal. Der ist es nicht. Der da? Provoziert Hammelziegenfleisch, ja. War das hier oder war das in Meeresfront? Da, der war's, genau. Jo. Wo ist der alte Mann, der hier lebt? Ihr meint Großvater? Er ist verstorben. Sein Herz hat nicht mehr mitgemacht. Sieht so aus, als wäre es seinem besten Freund gefolgt. Oh, warte mal einen Moment. Sein Hund hatte dieses Blatt im Maul, als wir ihn fanden. Das sind die Kräuter, die Großvater für seine Heilmedikamente benutzt hat. Max muss sie ihm für ihn besorgt haben. Nun, ich denke, ich schulde euch etwas. Ich kann euch nicht viel geben, aber ich hoffe, ihr werdet es annehmen. 1000 Gold erhalten. Welch ein treues Tier. Denkt ihr, Max und Großvater sind im Himmel vereint? Ja. Da bin ich mir sicher. Ja, streunender Hund abgeschlossen. Okay, und wir sehen uns wieder, wenn ich an der Eisenbrücke bin. Und da sind wir wieder bei dieser wunderbaren Leiter. Es geht wieder hier weiter. Ich merke gerade, ich mache schon viele Cuts heute. Aber es muss sein, bei dem Spiel bietet es sich einfach an. Super 2D Jump and Run Action. Kiste. Mit medizinischem Kraut drin. Kiste.
Kiste! Noch mehr Kiste! Oh, das ist eine Leiter. Hoch, hoch, hoch. Wir wollen auf die Eisenbrücke. Kräuter! Okay, ich werde mir nie wieder Kräuter kaufen. Wenn ich welche brauche, hole ich mir die hier. Ja, da springe ich jetzt lieber nicht runter. Schauen wir einfach mal geradeaus. So. Ah, nichts. Und genau, hier geht's zur Müllhalde. Mach die Tür auf mit super Türaufreiß-Action-Modus. Mit ohne Wüstenpanzer. Oder so ähnlich. Ich trinke einfach mal einen Schluck Eistee kurz. Moment bitte. Ich versuche mal dabei zu laufen. So. Ich habe Eistee getrunken. Jacob, I'm hungry. I know, hold on. Maybe we have some old bread here. Hey. Oh, welcome. Please come in. Ja, jetzt muss ich wieder vorlesen. Mir wurde gesagt, ich sollte mit euch sprechen, wenn ich meine Waffe verstärken möchte. Und ob, ich bin der beste Kaufmann in der Gegend. Hm, normalerweise. Mein Bruder und ich bauen mächtige Dinge aus dem Schrott, den wir im Müllberg finden. Aber derzeit mangelt es uns ein wenig an Nachschub. Müllberg? Nun, so nennen wir ihn. Angeblich war es einst ein Militärstützpunkt. Ich weiß es nicht genau, aber da liegen eine Menge toller Sachen drin. Es ist nicht gerade ein besonders sicherer Ort, aber wir brauchen etwas zu essen, versteht ihr? Wo sind eure Eltern? Unser Vater starb, als Gideon noch sehr klein war und Mama ist... Sie ist gerade unterwegs, aber ich bin mir sicher, sie wird. Mama ist schon seit 7 Tagen fort, wann kommt sie wieder zurück? Das ist eine lange Zeit. Es wird schwieriger, guten Schrott zu finden. Wahrscheinlich musste sie tiefer in den Berg vordringen. Ich habe Hunger. Also schlagen wir euch mit Matt sprechen. Also ich drück das weg. Ja, normalerweise würde ich selber gehen, aber es ist ziemlich gefährlich da drin derzeit. Kein Problem, wir machen es. Das werdet ihr? Ich brauche eine neue Waffe. Und außerdem benötigt ihr Inventar für den Laden, nicht wahr? Nun ja, aber... Dann sind wir uns ja einig. Was benötigst du? Nun, um eure Waffe zu verbessern, brauche ich 3 Titanlegierungen. Die könnt ihr von den Verteidigungsrobotern am Berg erhalten. Verstanden. Hier ist eine Karte des Komplexes. Ihr werdet sie vermutlich brauchen. Und bitte seid vorsichtig, es ist ziemlich unheimlich da drin geworden. Karte Müllberg erhalten. Sehr schön. Verpissen wir uns. So, ich habe nur Eistee getrunken. Ich fühle mich gut. Ja, ich bin voller Eistee. Und ich speichere mal lieber. Damit wir auch das schön haben. Und ja, ich speichere an einem anderen Speicherpunkt. Speicherstand. Das ist schon eine Stunde her. Aber kaum Material bisher. Aber egal. Hä? Moment. Das sind die Mäuseschwänze, die wir brauchen. War da nicht noch irgendwo einer? Ich dachte, ich hätte 2 gesehen. Oder ich habe einfach inzwischen Kopfschmerzen und bin dumm. Ich habe eine Kopfkrabbe. Oder ein Lutschi. Lutsch mich gerade. Irgendwie sowas. Egal, wir finden da schon noch mehr. Warum kommen hier diese Kisten? Da sind normale Kisten. Medizinische Kräuter. Da ist der Müllberg. Da ist nur ein Waggon irgendwie. Hier ist was. Eine Tür. Gehen wir mal rein. Okay. Nichts. Komm, wir müssen Kopf anhauen. Ja, Kopf anhauen. Kopfschmerzen. Okay, gehen wir wieder. Wenn hier nichts ist, dann ist hier nichts. Ah, gehen wir mal.